Leute, was geht ab, Leute? Im Hofgarten, auf dem Weg zum Diana-Tempel, da ist ein Glumanda Raid. Checkt das Video, endlich das Video vom Münchner Tourguide ab. Da zeige ich euch die ganze Stadt, wo man raiden kann, dies, das. Für alle, die irgendwann mal nach München kommen, ist es auf jeden Fall sehr hilfreich. Da müsst ihr mich nicht mehr fragen oder einfach nur so zum Vergleich. Auf jeden Fall ist das jetzt seit neuestem eine X-Raid Arena. Das heißt, ich kann nicht immer einfach hier raiden, weil man will ja die Einladung verteilen und ich will, habe mit dem wahrscheinlich schon eine Arena getriggert, wo ich sicher eine Einladung bekomme. Das heißt, mit dem Kleinen werde ich hier einen Glumanda machen. Vielleicht eine Einladung kommen, vielleicht nicht, aber das werden wir noch sehen. Übrigens, die nächste Einladung, also die für, falls der hier auslöst, ist dann Regi Gigas und nicht mehr Mewtwo. Die Arena scheint sehr beliebt zu sein, weil hier waren einfach vier Leute. Und den Kollegen kenne ich. Der jagt, glaube ich, einen Glumanda. Shiny. Nee, leider nicht. Ich glaube, ich gehe hin und tausche mit ihm. Interaktion des Tages. Wir haben gerade noch einen Glumanda gemacht mit dem Kollegen, den wir am Hofgarten getroffen haben. Der ist auch auf der Jagd nach Shiny Glumanda. Und wie er auf der Jagd ist, also der richtig hart auf der Jagd und richtig hart am Leiden. Wir wünschen ihm noch viel Glück. Mal schauen, was wir jetzt so machen. Denn eigentlich habe ich gar kein Ziel. Auf jeden Fall natürlich Geschenke sammeln. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so läuft. Wie läuft das Halloween-Event? Habt ihr irgendein Shiny Starter-Kostüm-Pokémon? Habt ihr alle? All das unten in die Kommentare. Und bevor ich es vergesse, natürlich wie immer, falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Und aktiviert die Glocke. Vielen Dank. Okay, Leute. Ich habe gerade einen Rocket Stop gemacht. Das erste Pokémon war Magma. Nach Ewigkeit mal wieder ein neues gesehen. Und weh, ich krieg jetzt dieses Hundemon. Okay, endlich. Endlich mal wieder ein Magma. Schauen wir doch mal, ob der 100 wird. Das wäre saftig. Screen Recorder ist nicht an. Ihr seht nur meine Reaktion. Spannung ist low. Kein 100er. So, wir nehmen mal ein Darker Raid mit. Ich habe auch noch die Quest über. Nicht hier, genau hier. Wenn wir Glück haben, ich habe heute auf die Map geschaut, da waren nicht so viele fabelhafte Würfel-Quests. Ja. Also wenn wir Glück haben, kann ich nochmal drei finden. Aber wie gesagt, ich habe keine gesehen. Oh, ihr seht jetzt gleich, wie es hier abgeht. Wobei, doch, es könnte schon abgehen. Ist ein bisschen kalt, aber ich denke. Wie gesagt, check den München-Guide ab. Da habe ich alle Arenen auch gezeigt, wo es halt immer abgeht, auch ohne Absprache. Das hier ist zum Beispiel eine davon. Und schon sind wir 13 Leute. Und dieser Audi Quattro, der ist immer in jedem Raid in der Innenstadt. Ich glaube, das ist ein Spoofer. Oder er arbeitet irgendwie hier und läuft schnell raus für einen Raid oder sowas. Schwer zu sagen. Aber der ist echt in jedem Raid hier drin. Ich habe übrigens während des Events an dieser Arena bestimmt schon dreimal geradet. Auch im Video. Irgendwie genau diese Arena um diese Zeit. Das ist so unser Ding hier. Und normalerweise ist da irgend so ein Klavierspieler, der Game of Thrones Themenmusik spielt. Und irgendein GOT Spin-off wurde vor kurzem gecancelt. Aber dafür wurde ein anderes durchgelassen, also mal schauen. Also das über die White Walker soll gestrichen worden sein und eins über die Targaryens soll kommen, das in der Vergangenheit spielt, also ein Prequel. Das ist so kalt, ich kann kaum noch reden. Oh Gott, mach mal. Ich würde ausweichen, aber mein Daumen bewegt sich nicht mehr rechtzeitig. Er bewegt sich nur noch mit Verzögerung. Oh Gott. Da bin ich aber doch gerade ausgewichen. So einer. So, nochmal ausweichen. Nee, zu früh. Jetzt aber ausweichen. Okay. Ich kann echt nicht ausweichen, Mann. Der Daumen ist einfach eingefroren. Vielleicht haben wir Glück und kriegen heute auch noch ein krasses Goldbit. Das ist auch noch so eine der Ziele. Schade, dass es den nicht in den Raids oder so gibt, weil ja, schon sehr selten irgendwie. Nur die Quest. Die Quest ist jetzt auch nicht so häufig und die erstmal zu erfüllen ist natürlich auch so eine Sache. Es gibt einen neuen Trick. Oh.
21,29. Hab keinen Freund in der Lobby. Das könnte ein 98er mit Attack 14 sein. Oder ein 96er mit Attack 15. Oh, 11 Bälle, obwohl ich wenig Schaden gemacht habe und keine Freunde dabei habe. Jetzt müssen wir uns Mühe geben. Leiden, Leute. Ich habe den nicht gefangen. Das ist mein zweiter 98er, der mir jemals geflohen ist. Schade. Schauen wir mal den Golbit. Das ist echt Leiden. Den hätte ich direkt gemacht. Das war der 98er Tag 14, aber trotzdem. Und... Boah, die sind auch eine Enttäuschung, so wie es aussieht. 509, gib ihn mir! Ah, 500. So einen habe ich leider schon. Schade, schade, schade. Wir haben mal einen 10er ein. Und dann gönne ich mir noch einen Duck ein. Der Taubenmann. Der ist noch ziemlich weit hinten. Braucht auf jeden Fall die Arena-Punkte. Ah ja, gehen wir schnell weiter. Nächster Raid. Und der war leider schlecht. Kein Vergleich zu dem davor. Natürlich nicht. Wir haben zum Abschluss noch einen Shiny, Leute. Shiny Radfratz. Yay. Nehme ich gerne mit. Und? Drinnen. Schneller kurz IV-Check. Ja, was geht, Leute? Ist der nächste Morgen. Schon schade wegen gestern und dem 98er Attack 14 Dark Ride. Den hätte ich gerne direkt gemacht, denn heute ist der letzte Tag. Morgen geht schon los mit den Regis und dem Event und den Shiny Regis. Mal schauen, ich bin auf jeden Fall am Start. Ich kann mir nicht vorstellen, alle drei Shinies zu bekommen, aber das werden wir noch sehen. Und direkt morgen in der Früh gibt es ein Regi-Event, Regi-Ticket. Info-Video nochmal, gesamt für euch, damit ihr bereit seid für das Wochenende. Aber der nächste Raid-Boss nach den Regis ist Cobalion. Das ist so ein Hirsch irgendwie, erinnert mich an Hirsch. Kampf und Stahl, krasse Kombination, interessant. Aber anscheinend ist er schlecht. Und anscheinend sind alle von seinem Trio nicht so toll, also eher ein schwächeres Trio. Der ist sogar so schlecht, er soll schlechter sein als Stolos. Blende ich hier nebenbei nochmal ein für euch. Bester Stahlangreifer, wir wissen es, ist Metagross. Hat aber eine Seeder-Attacke, die ist nicht mehr erhältlich. Dementsprechend hat nicht jeder einen krassen Metagross am Start. Und DPS-technisch hat Stolos 12,16 und Cobalion 11,524. Total Damage Output hat er dafür aber 437 und Stolos nur 429. Also ich beziehe mich immer gerne eher auf Total Damage Output. Also im Grunde genommen eigentlich genauso wie Stolos. Und zum Vergleich, Metagross hat DPS 17,983, also 18. Und Total Damage Output 621. Also Metagross geht echt krass ab. Nichtsdestotrotz schauen wir uns ihn mal genauer an. 100er ist 1727. Daran könnt ihr schon mal erkennen, dass es nicht so toll ist, weil 17 ist relativ low. Jetzt Darkrai hatte zum Beispiel 2136. Das sind einfach 400 WP weniger. Mit Wetterboost 2159. Wetterboost natürlich bei Schnee und bewölkt. Schwächen sind Kampf, Feuer, Boden. Das blende ich euch natürlich auch nebenbei ein. Die besten Konter sind die Entwicklung von Lichtel. Das heißt, jeder, der jetzt während des Halloween-Events ein gutes Lichtel gemacht hat. Wobei Lichtel ist halt gut als Geist, aber anscheinend auch als Feuer. Sprich, ihr bräuchtet eigentlich mehrere gute Lichtel. Also Lichtel echt saftig. Dann haben wir Logok. Und Logok ist Kampf und Feuer. Entei als Feuer und dann Machomai und Kapil zum Beispiel als Kampf. Sprich, einfach dieselben Machomai, die ihr jetzt gerade gegen Darkrai verwendet habt. Dann kommt Lavados und dann bereits so die B-Garde, die zweite Liga. Flamaga, Hariyama, Glurak, Heatran. Und hier seht ihr es auch nochmal unten, die Info. Schlechter als Metagross und eigentlich gleich wie Stolos. Also, ich weiß, es ist was Neues. Man freut sich. Man versucht ein Gutes zu bekommen. Man kann es tauschen. Das ist natürlich jetzt ein Bonus im Vergleich zu Darkrai, den man nicht tauschen konnte, wo viele gelitten haben. Das heißt, es ist leicht, einen guten zu bekommen. Man muss jetzt nicht so viel raiden, der ist fast einen Monat da. 22 Tage, 23, 24, irgendwie sowas. Ja, Tagespass geht auf jeden Fall auf den, für den drauf. Ansonsten kann man warten, denn ihr wisst Bescheid. Irgendwann kommt er wieder als Shiny. Also jetzt krass abgehen, nicht, aber allgemein für gar keine Legendären mehr. Er ist da, Tagespass, dann die Raid-Stunden und das war's, reicht eigentlich.
vielleicht erster Tag noch eine fette Raid-Tour, aber es muss jetzt nicht den Monat durchgesuchtet werden. Ansonsten war es auch schon wieder, Leute. Ich sag mal, morgen, wie gesagt, Regi-Event. Shiny Panzergon ist auch am Start. Und Ticket natürlich und Gigas wird sich auf jeden Fall gegönnt. Und dann danke bis den Kerl und mal schauen, was das nächste Event ist. Wahrscheinlich das mit Team Rocket und so. Es wurden auch neue Sachen entdeckt. Neue Krypto-Pokémon werden kommen. Ein paar interessante sind mit dabei. Kaumalat war mit dabei. Arctos war mit dabei. Und noch irgendwas, was mich interessiert hatte. Ah ja. Wohin genau? Ja, das ist für euch nicht interessant. Das ist nur, weil ich noch einen 100er Wohin genau brauche. Das wird wahrscheinlich das nächste Event. Und die neue Wochenbelohnung ist bekannt. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ist es besser als Evoli oder nicht? Um ehrlich zu sein, die 15 jetzt auch nicht so der Hit. Klar, sind gut. Klar, gibt es ein Shiny. Klar, fehlen noch vielen, aber die waren jetzt schon so oft da. Ich persönlich brauche die nicht. Aber ich persönlich finde die Box auch nicht so geil. Also meiner Meinung nach wird ein viel zu großes Fass um diese Box gemacht. Eine Woche gibt es halt eine kleine Belohnung. Was es ist, ist am Ende egal, weil es eh geschenkt ist. Aber mich persönlich interessiert die Box seit dem Kader und wie heißt der Kerl? Ninja Tom nicht mehr wirklich. Als Ninja Tom drin war, das hat mich interessiert, weil er hat nur viermal Ninja Tom oder fünf. Niemand, wenn man es richtig gemacht hat. Abgesehen davon halt nicht, konnte man nicht fangen, nicht wüten, gar nichts. Also das hat mich interessiert, seitdem es die Legendären da drin gibt. Interessiert mich eigentlich nicht, aber egal. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen Mies ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.